Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen eine 9. Eine glatte 9. Das ist sowas von gut. Moin, ihr Sizzler, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Sizzle Brothers. Heute widmen wir uns einer, ich will es mal nennen, elementaren Frage. Und zwar der Frage: Wie grille ich ein Steak auf einem Kugelgrill? Ich habe das Ganze mal sehr aufwendig skizziert, würde ich sagen. Ich hoffe, man kann das sehr gut lesen, was da steht. Schönste Schrift ist natürlich. Wenn man ein Steak auf dem Holzkohlegrill zubereiten möchte, stellt man sich verschiedene Fragen und es gibt immer so ein paar Problematiken. Die eine Problematik ist die: Ich habe ein Steak, ich habe einen Holzkohlegrill, der ist schon hinter mir. Aber wenn ich jetzt den Grill befeuere, und man sagt mir ja immer, ich muss mein Steak erstmal richtig scharf angrillen und danach indirekt ziehen lassen, dann habe ich eine unheimliche Hitze in meinem Grill. Und wie kriege ich die Hitze so schnell wieder runter, dass es dann in Ruhe ziehen kann? Ich meine, klar, ich kann ein Steak auch bei 400 Grad ziehen lassen. Ich will aber ja am Ende, wenn ich ein Steak anschneide, ein schön rosanes Ergebnis haben, möglichst keinen Bratenrand und eine richtig schöne Kruste. So, das ist so die Grundproblematik, Johannes. Hast du das verstanden, was ich dir gerade gesagt habe? Das habe ich verstanden, das fand ich sehr gut. Das ist sehr gut. So, jetzt muss man sich überlegen, was kann ich denn machen? Wie kann ich mir behelfen, um zum einen eine sehr gute Kruste zu bekommen, aber zum anderen auch mein Steak schonend ziehen zu lassen? Und dazu haben wir hier so einen kleinen Aufbau hinter uns gebaut. Wir haben uns auch überlegt, wir machen es extra auf dem Holzkohlegrill, weil wahrscheinlich ganz, ganz viele von euch da draußen auch einen Holzkohlegrill zu Hause haben. Und da haben wir hier so ein Setup aufgebaut. Das Wichtigste ist aber am Anfang, dass wir erstmal den Grill starten. Das machen wir in dem Fall, indem wir Holzkohle verwenden. Ich möchte noch einen kleinen Exkurs geben zum Thema Holzkohle. Das ist nämlich der entscheidende Brennstoff. Ich habe hier mal so zwei Teile hingelegt. Die sind sehr, sehr, ich will mal sagen, hochwertig und glänzen hier auch im Kern. Und wenn ich diese aneinander schlage, ich hoffe, man kann das einigermaßen hören. Das hört man, glaube ich, nicht, ne? Doch. Doch, vielleicht schon. Die hören sich relativ gläsern an. Und das ist so der erste Punkt, den man auch beachten sollte. Man sollte den richtigen Brennstoff verwenden, gerade bei Holzkohle. Übrigens, wenn die Hände schmutzig sind, einmal kurz abwaschen hier, so. Bei Holzkohle ist nämlich wie folgt: immer eine hochwertige Holzkohle nehmen, die sehr gut verpresst ist. Das erkennt ihr daran, wenn ihr aneinander schlagt, dass die sehr gläsern klingt. Die ist übrigens nicht sehr gut verpresst, sondern sehr gut verkohlt. Verkohlt, sorry. Gut, dass du aufpasst. Gerne, gerne. Sehr gut verkohlt. Und es ist wie folgt: Holzkohle hat die Eigenschaft, dass sie sehr, sehr heiß abbrennen kann. Sprich, ich möchte jetzt ja sehr viel Hitze haben für meine Kruste. Und später darf die Hitze ruhig, wenn sie auf einem Peak war, auch wieder abfallen, weil mein Steak zieht ja mit der Zeit. Wenn ich jetzt natürlich vorhabe, noch länger auf dem Grill zu grillen, dann kann man auch Briketts nehmen. Aber wir testen jetzt quasi nur das Beispiel Steak und da geht es mir darum, einmal hohe Hitze. Dann darf die Hitze ruhig abfallen im Verlauf der Zeit, weil mein Steak ja gar ziehen soll. Und deswegen ist mir der Peak eigentlich nur entscheidend. So, das erste, was wir machen, habe ich gerade schon gesagt, ist den Holzkohlegrill anzuzünden. Sprich, da kommt quasi so ein Starter unten drunter, der wird angezündet. Voller Anzündkamin, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Hier steht so ein Teil oben drauf. Und jetzt haben wir hier noch eine Besonderheit, und zwar habe ich hier einfach eine Gussplatte oben auf den Anzündkamin draufgelegt, denn wir hatten vor kurzem mal ein Video gebracht, vor kurzem ist auch übertrieben, von einem Jahr, zwei Jahren. Ich glaube, es ist tatsächlich schon ungefähr zwei Jahre her, ja. Da haben wir auf jeden Fall mal auf einem Anzündkamin ein Steak angegrillt. Und hier ist der gleiche Aufbau wieder, weil ich will jetzt im Prinzip erst nur Hitze haben und das heißt erstmal alles anzünden, warm werden lassen und dann geht es gleich weiter. Das Steak, was wir heute vergrillen, liegt hier hinter mir im Kühlschrank. Bei den Temperaturen ist auch kein Wunder, da muss es immer schön kühl sein. Ich glaube, wir haben momentan über 30 Grad. Jo. Und das Ganze hier ist ein Tomahawk Steak. Ich kann es ja mal so hin tun, dann kann man es noch schöner sehen. Sehr schön marmoriert von der Simmentaler Ferse. Ist trocken gereift und wenn ihr mal Bock habt, sowas zu gucken, geht einfach mal bei Donkane auf den Shop. Da gibt es sowas zu kaufen. Ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit. Das ist jetzt wirklich frisch aus dem Kühlschrank. Auch nochmal ein Thema Steak. Soll das jetzt irgendwie Raumtemperatur annehmen, ja oder nein? Nein, brauche es nicht in meinem Fall. Ich nehme es so, wie es ist, direkt auf den Grill. Einfach einmal volle Pulle. Und ich würde sagen, wir braten das gute Stück jetzt einmal richtig schön scharf an. Und dann geht's hier los. Fleisch ist fertig angegrillt, sieht schon hervorragend aus. Jetzt muss das Ganze umgebaut werden. Dazu ziehe ich mir auf jeden Fall Handschuhe an, weil ich kann euch sagen, es ist richtig heiß. Sieht man vielleicht auch an der Platte. Vor allen Dingen gefällt mir jetzt schon die Kruste auf dem Fleisch. Ein paar Mal gewendet, ruhig ein paar Mal flippen, würde ich es nennen.
damit ihr eine schöne Kruste bekommt. So, jetzt darf die nach unten hier. Und jetzt fülle ich im Prinzip die Kohle auf der einen Seite hier ein. Grillrost habe ich hier unten liegen lassen. Der kann also jetzt hier auch mit drauf. Und da ist entscheidend, der liegt hier unten, damit er kalt bleibt. Das heißt, der hat sich jetzt nicht aufgeheizt oder ähnliches, sondern der ist wirklich kalt. Deckel kann jetzt erstmal kurz geschlossen werden, damit wir nicht alles vollräuchern. Und hier oben den Deckelthermometer mache ich so halb auf, das reicht völlig aus. Das heißt, jetzt ist der Grill mehr oder weniger wirklich noch kalt. Da ist noch nicht so viel drin passiert. Genauso wie mein Steak, was hier vor mir liegt. Ich kann euch sagen, ich habe jetzt hier, wir können ja mal ganz kurz messen, mit Sicherheit noch keine hohe Kerntemperatur. Stecke ich im Prinzip mein Thermometer einfach mittig ins Fleisch ein. So, gucken wir mal. Jetzt habe ich hier, nachdem ich hier wirklich mit einer massiven Hitze gearbeitet habe, habe ich hier 19,7 Grad im Kern. Also wirklich noch eine Menge Zeit, die vergeht, bis es dann fertig ist. Also noch roh. Bedeutet jetzt Deckel auf. So. Steak hier auf die indirekte Seite. Ich mache es auch in dem Fall jetzt so, dass der Knochen zur Hitze zeigt, damit der Knochen nochmal so ein bisschen die Hitze abschirmt, das Ganze nochmal schonender garen kann. Schließe meinen Deckel und darf jetzt, ich tippe mal bei der Dicke von Steak, ungefähr noch eine halbe Stunde warten. Dann werde ich eine Kerntemperatur von ungefähr 55 Grad haben. Das peile ich so an zwischen 54 und 56 Grad. Schön medium. Ich würde sagen, wir warten jetzt, bis das Ganze fertig ist, schneiden dann gemeinsam an und gucken mal, wie es so geworden ist. Auch beim Anschneiden kann man tatsächlich jetzt am Ende noch einen Fehler machen, wenn das Steak fertig ist. Ihr seht, es sieht schon fantastisch aus. Richtig zart rosa. Ich hoffe, man kann das hier ganz gut erkennen, dass wir hier so gut wie gar keinen Bratenrand haben. Schön rosa Kern. So muss es aussehen. Und jetzt ist es immer wichtig, dass ich beim Steak gegen die Faser schneide. Das heißt, also wenn ich jetzt hier reinschaue, dann sehe ich hier einen Faserverlauf. Und wenn ich also so wie ich es jetzt gerade mache, mit der Faser schneide, wird sie lang und zäh. Dann habe ich hier so eine große Scheibe, jetzt ist es theoretisch egal, aber eigentlich müsste ich jetzt die Scheibe nochmal nehmen und sie nochmal gegen die Faser teilen, damit sie schön klein wird. Denn eine kurze Faser sorgt dafür, dass es im Kauen, ja ich sag mal, zart wirkt. Und wenn sie lang ist, dann kaue ich drauf rum und es wird immer mehr im Mund. Also da muss man nochmal drauf achten, gerade im Steak-Restaurant, wenn man das nochmal zu Hause macht, ist was anderes. Aber im Steak-Restaurant möchte man ja natürlich auch sein Steak genießen, deswegen am besten immer gegen die Faser schneiden. Jetzt wird das Ganze noch abgewürzt. Mit ein ganz bisschen groben Meersalz, was ich hier habe. Und ein Highlight für uns ist immer fermentierter Pfeffer. Den haben wir mittlerweile auch bei uns im Shop. Aber das ist nochmal was, wenn ihr ein gutes Stück Fleisch habt, so ein bisschen fermentierten Pfeffer oben drüber geben. Sieht nicht nur gut aus, sondern schmeckt auch ganz fantastisch. Bisschen kostspieliger das Gewürz, aber ich sag mal so, lohnt sich. Und lohnt sich ist das richtige Stichwort für mich. Darfst du jetzt schon probieren, Hansi, oder ich was? Ich probiere das jetzt. Mega. Ich habe eine Fliege auf dem Finger und habe gerade an der Belichtung gedreht, weil ich hier eine blöde Fliege am Finger sitzen habe, die kitzelt. Ich sag's euch. So kann man mit einfachen Mitteln auf dem Holzkohlegrill ein perfektes Steak zubereiten. Ich komme mal mit Kamera bewaffnet rein, ja. Ich kann es für dich entgehen lassen. Super genial. In diesem Sinne, Daumen nach oben, gerne abonnieren, wenn ihr nicht schon Abonnenten seid. Podcast einschalten, wenn ihr Bock drauf habt. Da reden wir immer ganz viel über Barbecue-Themen, aber auch Themen, die nicht nur Barbecue betreffen. Wer es noch nicht kennt. Alter Schwede. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste wieder. Guck mal, mit 3 oder 4 Kugeln. Da 5 sogar. Alter, das ist da Weltklasse. Überragend. Haut rein. Bis demnächst. Macht's hübsch. Achso, und Daumen nach oben, habe ich schon gesagt. Mhm. Hashtag bestimmt. Team Julian, denke ich mal. Ja, ja. Mhm. Alles. Mach. Hashtag und so. Mhm. Alter, ist das saftig. Mhm. Guck mal, wie das trifft. Mhm. Mhm. Mhm.